So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Ernte 500 Holz, 400 Stein, 300 Metall. So, aber vorneweg, erstmal, ihr seht hier unten, Creator-Code ist da. Ich zeige euch ganz schnell nochmal, wo ihr den eintragen müsst. Einfach in den Shop gehen. Shop-Video habe ich hochgeladen. Wie gesagt, hier gibt es zurzeit für 2200 V-Bucks ein Paket, was eigentlich 3200 kostet. Also einfach hier unten YT-FamilyHack, dann auf Annehmen. Am besten jeden Tag machen, falls ihr mich dauerhaft unterstützen wollt, weil sonst wird er nach zwei Wochen herausgenommen. So, dann habt ihr ja gesehen, beim Video gibt es jetzt Werbung. Was bedeutet, ich bin offizieller YouTube-Partner. Als kleines Dankeschön dafür gibt es am Sonntag, also den kommenden Sonntag, um 15 Uhr eine Skin-Verlosung. Dazu. Julian. Julian, vielen, vielen, vielen Dank für dein Geschenk. Ich werde mich gleich darum kümmern, weil bin ja gerade in der Aufnahme. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seht, auch so kann man mich unterstützen, weil ich nehme das Ganze gerade zusammen mit dem Livestream auf und wollte einfach mal gucken, euch quasi zeigen, wie das Ganze so abläuft, wenn ich quasi ein Video aufnehme und was da alles so passieren kann, wo viele immer denken, ach, das ist doch schnell gemacht, so ein 10-Minuten-Video, gerade die Aufgabe hochgeladen und fertig. So, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Julian. So, ich muss aber jetzt mal weitermachen. Nämlich, wenn du den Skin gewinnen willst, sei vor allem am Sonntag 15 Uhr im Livestream. Also gern ein Abo dalassen, wenn ich dir bei Aufgaben schon öfters mal geholfen habe oder du halt auch einen Skin gewinnen willst. Aber das Wichtigste ist natürlich, wir müssen befreundet sein. Deshalb auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage schicken an YT-FamilyHack. So. Dann natürlich hier auf Annehmen gehen, weil das hat folgenden Grund. Wenn zum Beispiel jetzt das Gewinnspiel wäre, könnte ich zum Beispiel Astri diesen Skin nicht schenken. Hier wäre es möglich, könnte ich fortfahren, den Skin verschenken, aber Astri zum Beispiel könnte den Skin nicht bekommen, sondern erst in einem Tag. Und Mandy zum Beispiel erst in 2 Tagen. Deshalb gerne Freundschaftsanfrage rausschicken, weil ansonsten kann ich euch den Skin erst 2 Tage später geben. Den Fall hatten wir jetzt letzte Woche, als ich einen Skin verschenken wollte. Derjenige war mit mir noch nicht befreundet, beziehungsweise noch nicht lang genug. Deshalb hat sich das halt um 2 Tage verschoben. Also wie gesagt, gerne Freundschaftsanfrage schicken, ist nur in eurem eigenen Interesse. So, dann gehen wir auch direkt mal rein in die Aufgabe. Das machen wir nämlich nicht solo, sondern in Gruppenkeile. Hat auch den ganz einfachen Grund, weil wir in Gruppenkeile einfach mehr Baumaterialien bekommen als in allen anderen Modis. Und deshalb gehen wir nämlich da rein, weil, wie gesagt, es gibt einfach mehr Materialien. So, da steht auf jeden Fall schon mal nicht, wir müssen in einer Runde die Materialien sammeln. Also müsste es eigentlich funktionieren, wenn wir direkt rausspringen. Looten, 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 looten und alles abbauen. Einfach alles abbauen, was wir in die Finger bekommen. Jeden Baum, jeden Stein, jedes Auto. So, gerade mal gucken, ob es vielleicht sogar schon hier vorne zählt. Ich schaue jetzt einfach schon mal ein bisschen Holz und Steine ab, weil das zählt nämlich öfters auch schon, weil die Materialien erhalten wir ja eigentlich. Es gab ja auch schon viele Aufgaben, die wir nämlich schon im Ladebildschirm machen konnten. Wie zum Beispiel geduckt an irgendeinen Spieler rangehen. Hat hier komischerweise auch funktioniert. Aber ich glaube hier nicht, weil die Aufgabe wird noch nicht gezählt. Ach nee, wahrscheinlich erst, wenn wir genau 500 haben. Dann zählt die Aufgabe erst als abgeschlossen. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal genau an. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht genau. Wir probieren es einfach aus. Und dann werden wir das Ganze natürlich auch sehen. So, hier hinten ist eigentlich ganz gut für Metall. Obwohl, ne, eigentlich statt. Boah, ist das am Lenken. Ja. Ist ein bisschen am Meckern wegen dem Livestream wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wie ihr seht, jetzt schon 57 Holz. Jetzt sind wir schon bei den ersten 100. So, wie gesagt, alles mitnehmen, was wir unterwegs finden. Oh Gott, die Lechse natürlich wunderbar. Könnte eventuell wirklich dran liegen, dass ich gerade den Livestream nebenbei anhab.
Einfach mal, um euch zu zeigen, wie ich halt das Ganze mache. So, jetzt sind wir schon bei 300 Holz. Warum zeigt ihr mir denn schon 1 von 3 an? Ich muss auf 500 Holz. Aber wir machen einfach so, wie es in der Aufgabe steht. So, dass wir die 500 Holz haben. So, die haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mal ins Metall. Bei den LKWs erst immer den Hänger kaputt machen und dann vorne das Auto. Es gibt einfach noch mal mehr Metall. Zack, zack, zack. So, haben wir schon 86. Wie gesagt, um Waffenloot oder so, darum geht es uns ja gerade nicht, sondern einfach nur die Materialien zu looten. Dann, 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 dann. So, da sind wir schon bei 200. Ich meine, wir müssen 300, oder? Ja, deshalb haben wir auch schon jetzt das zweite. So, jetzt müssen wir nur noch Steine kaputt machen. Ba, 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 ba. So, hier haben wir schon mal einen großen Brocken. Aber ich bin froh, dass wir nicht dieses fünfmal den Schwachpunkt treffen müssen. Aber ich habe es an den Videoaufrufen gesehen. Ich befürchte irgendwie, dass die Aufgabe aber so ähnlich kommt. So, hier oben haben wir noch große Steine. Wir müssen halt jetzt echt nur noch Steine. Ne, hier haben wir, ach doch, da ist noch einer. Zack. Also wir müssen halt wirklich die Menge an Materialien in einer Runde haben. Also in einer Runde musst du 500 Holz besitzen oder halt 400 Steine oder 300 Metall. Warum das eben bei, warum ich die Aufgabe schon geschafft habe, verstehe ich jetzt selber nicht. Weil eigentlich dürfte ich die Aufgabe ja noch nicht geschafft haben. Weil ich habe ja noch keine, wie war die Aufgabe? 400 Steine habe ich noch nicht. Und 300 Metall habe ich gerade so gehabt. Also, wie das gezählt wurde, keine Ahnung. Ach so, dann natürlich danke an die, die mir jetzt bei Epic richtige Unterstützung geben, nämlich wirklich meinen Creator-Code auch in anderen Spielen einsetzen. Also, da wollte ich nur noch mal so nebenbei wirklich danke sagen, dass ihr auch da meinen Creator-Code eingebt, weil da mache ich ja wirklich keine Werbung für oder so. Sondern das macht ihr ja einfach freiwillig. Und wie gesagt, derzeit gibt es halt 10 Euro Rabatt. Was heißt Rabatt? Du kriegst 10 Euro Geschenkgutschein. Da einfach mal an meinen Videos durchscrollen bei Unterstützer. Warte mal, wie heißt das nochmal? Creative Unterstützung, irgendwie so war das. Wie gesagt, ist eigentlich eine gute Sache, wenn du halt ein Spiel kaufst, ab 15 Euro. Sind aber bestimmte Spiele, bekommst halt noch so einen 10-Euro-Gutschein dabei, für halt das nächste Spiel zu kaufen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Warte mal, Frenzy Farm, deshalb landet der auch da. Vielleicht haben wir nämlich Glück und hier landet noch einer, dass wir nämlich auch mal schon mal den einen oder anderen Kill mitholen können. Das wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Dann haben wir nämlich das auch noch gerade mitgenommen. Weil eben in der Aufnahme habe ich es ja nicht geschafft, einen Kill zu machen. Einfach zu schlecht. Aber ich glaube, hier ist irgendwie keiner, der vom Gegnerteam hier rüberkommt, obwohl die andere Zone ziemlich nah ist. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, um die Aufgaben natürlich einen Tick schneller zu machen. Ihr müsst ja nicht immer alles in einer Runde machen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch verbinden. Ich mache es halt nur einzeln, damit ihr halt wirklich jede einzelne Aufgabe seht, wie man sie machen muss. Also auch nicht einfach nur um Klicks zu bekommen oder sonst irgendwas, sondern ich sehe es ja auch teilweise bei anderen YouTubern, wenn ich selber nach den Aufgaben gucke, warum lädst du nicht die Aufgabe hoch? Wie geht das denn? Und ihr wisst selber, viele gucken halt wirklich nicht in die Kommentare und derjenige wird seine Antwort nicht erhalten. Und es gibt halt auch viele 8-, 9-Jährige, die können nicht richtig lesen. Wir merken es ja leider immer wieder selbst im Livestream. Die Leute lesen halt nicht richtig oder sagen wir nicht richtig, sondern nicht aufmerksam. Aus dem Grund sind halt viele Aufgaben werden nicht gemacht, weil die Leute einfach die Aufgabe nicht richtig lesen. Oder auch halt auch keinen Bock haben, die Aufgabe richtig zu lesen. Aber ich würde sagen, hier kommt jetzt kein Gegner mehr.
Dann würde ich sagen, war es das auch mit der Aufnahme. Und ihr seht ja, Aufgabe geschafft. Ihr braucht anscheinend noch nicht mal wirklich genau die Materialien, die da stehen, weil wir haben ja gesehen, hat auch vorher funktioniert. So, dann würde ich sagen, war es das auch an der Stelle. Und euch natürlich noch viel Spaß. Und dann würde ich sagen, haut rein.